Hallo, mein Name ist Denise Sessler. Ich bin Coach für Mensch und Tier, sprich Mal- und Farbtherapeutin sowie Tierkommunikatorin. Gestern habe ich einem Video erklärt, wie ein Seelenbild zustande gekommen ist. Nun habe ich jedoch gemerkt, dass ich das mit dem Seelenbild wahrscheinlich noch etwas zu wenig erklärt habe. Für mich besteht ein Unterschied zwischen intuitivem Malen und einem Seelenbildmalen. Ich möchte euch nochmals schnell zeigen, wie das Seelenbild aussieht, das vorgestern zustande gekommen ist. Hier habe ich dann die Farben genommen und die mich angesprochen haben und dann aufs Papier getragen, so wie ich eigentlich geführt wurde. Und wenn ich den Unterschied beschreiben müsste zwischen intuitiven Malen und dem Seelenbild Malen, dann liegt es daran oder darin, dass beim Seelenbild Malen wir uns meist in einer etwas schwierigen Phase befinden. In einer Phase, wo wir vielleicht momentan nicht wissen, wie ist der nächste Schritt, was kann ich tun, was hilft mir im Moment im inneren Chaos? Und das ist eine Phase, in der man sich schon ziemlich mit sich befasst hat. Also in einer Phase, in der man Innenschau hält und dann während dieser Innenschau ein Seelenbild malt. Und so ein Seelenbild entsteht nicht husch husch, sondern das ist meistens ein Prozess. Vielfach sitzt man vielleicht 1 bis 2 Stunden dran, oder jetzt wie zum Beispiel in meinem Beispiel. Ich habe begonnen, ich wollte ja eigentlich, wenn ihr das vorherige Video gesehen habt, dann wisst ihr, eigentlich wollte ich nur Farben ausprobieren, um zu sehen, wie die Farben auf dem Papier wirken, und habe dann plötzlich bemerkt, wie sich das verselbstständigt hat. Der Prozess kann wie bei diesem Bild sein, dass ich am nächsten Tag aufgestanden bin, auf das Bild geguckt habe und habe gedacht, nein, also hier fehlen ganz bestimmt noch ein paar Details und habe die dann noch ergänzt. Aber immer, immer vom Innen aus und nicht vom Verstand aus, von der Idee, was könnte jetzt hier noch gut reinpassen, was wäre jetzt noch harmonisch oder so, sondern wirklich vom Herzen aus noch reingemalt. Das intuitive Malen ist eher für mich eine Art, dass ich habe ja oft, wenn ich Klienten bei mir habe, also für die Maltherapie, dann ist das so, zu Beginn stehen sie eigentlich vor dem Farbregal, ziehen sich ein paar Farben raus, die sie anspringen, und die platzieren sie irgendwie auf dem Papier. Das ist meistens so eine Sache von so circa 20 bis maximal 30 Minuten. Und hier geht es um das Intuitive. Das heißt, aber intuitiv wählt man die Farben und platziert sie irgendwie auf das Papier. Das ist aber eher eine Standortbestimmung. So eine Schlagzeile. Wie geht es mir im Moment? Was ist im Moment vielleicht, steht gerade an? Aber ein Seelenbild malen ist wirklich eine tiefere Ebene. Das ist eine ganz, ganz ruhige Ebene. Das ist eine Ebene, die so nicht täglich zur Sprache kommt. Also eigentlich schon, nur hören wir es nicht. Okay, war mir noch wichtig, diesen Unterschied noch zu erklären, so wie ich das in dem Sinn wirklich auch verstehe. Also ein Seelenbild ist wirklich was ganz Tiefes, während dem intuitives Malen so eine Schlagzeile ist, so eben wie gesagt eine Standortbestimmung. Also, und ich habe ja versprochen, dass ich mal zeige, wie man so durch ein Bild gehen kann. Ich beginne eigentlich immer so, dass ich zuerst reflektiere, wo habe ich begonnen, mit welcher Farbe habe ich begonnen. Und das war bei mir ganz klar so, dass mit dem Zinnober hier so eine schwungvolle Linie, da war ich ja noch am Ausprobieren der Farben. Und habe dann auch dieses Gelb, ich wollte unbedingt schauen, wie stark dieses Gelb wird, und habe das dann noch mit diesem Gelben ergänzt. Sehr schnell war mir auch klar, dass in diese Mulde hier, dass ihr dieser
sehr große, also es ist eigentlich ein sehr starkes Grün. Ich glaube, im Bildschirm sieht das jetzt eher etwas gelblich aus, aber es ist wirklich ganz, ein ganz starkes Granny Smith Grün, also vom Apfel her. Und dann hat sich dann eben die weiteren Dinge dann ergeben. Und was mich beim Malen bereits irritiert hat, war, ich musste ja plötzlich mit Rosa so Striche nach oben malen. Und das kam mir zuerst so vor, so im Gegensatz zu diesen fließenden Bewegungen, war das für mich so etwas wie etwas Stacheliges. Und da habe ich gedacht, nein, stachelig ist das falsche Wort. Und in dem Moment, als ich dann, ich musste dann das noch wie so etwas verstreichen, und in dem Moment bekam ich die Info, dass sind. Habe ich gedacht, okay, und dann lasse ich das mal so stehen, habe dann weitergemalt, und überall da, wo ich dann so Punkte machen musste, bekamen die noch einen Kern. Und das musste, genauso wie da, als ich dann die rosa Spirale machte, die musste dann noch verstärkt werden mit Violett, und außen wieder diese rosa Punkte und Magenta Punkte in den Kreisen rein. Das musste einfach sein. Und dann musste ich dann auch plötzlich da diese einzelnen Punkte hier malen. Und ich bin ja jemand, der das gern so irgendwie so eine Reihenfolge oder sowas hat. Also hier werden dann zum Beispiel 2, 1, 3, irgendwie eine logische Folge. Und musste dann aber wirklich einfach diese Anzahl der Punkte malen. Und während dem Malen bekam ich so, ich zeige es etwas näher, dass man die Punkte wirklich sieht. Und während dem Malen war das so, als wird mir mitgeteilt, dass es ein Code ist. So wie ein Morse-Code. So Morsen, so. Ich kann eigentlich nicht Morsen, außer das SOS, wo jeder mal in der Schule gelernt hat, kenne ich mich beim Morsen überhaupt nicht aus. Das fällt einem dann, also das fällt einem so quasi zu, also mir auf jeden Fall. Und das nehme ich dann einfach zur Kenntnis, studiere im Moment aber nicht weiter drüber nach. Auf jeden Fall habe ich dann das noch nicht blau ergänzt, die verschiedenen Blaus. Und da habe ich einfach eigentlich völlig unüberlegt. Ich hatte da, von da habe ich dann noch so gelbe Punkte reingemalt, und da musste ich noch in rote Punkte noch Spiralen reinmalen. Und meine Finger waren voller gelbe und orange Farbe. Und völlig unüberlegt, ich hatte einen Lappen daneben, habe ich diesen einfach aufs Papier gestrichen. Und ist klar, da war was natürlich, ein Abdruck. Und da habe ich gedacht, oh, das sieht doch schön aus, das sieht ja wie Blumenblüten aus. Habe ich dann noch so gemacht, vielleicht ein Blüten hier. Und erst am Schluss habe ich gemerkt, dass diese Blüten eigentlich Herzen sind. Und am Schluss, als ich so fertig war, also am nächsten Tag, als ich dann noch ein paar Ergänzungen gemacht habe, habe ich das mit dem Handy aufgenommen, und das ist wie beim Malen sonst, das kann ich wirklich nur empfehlen. Wenn ihr ein Bild gemacht habt, fotografiert es mit dem Handy, ladet es vielleicht beim PC hoch und schaut es euch wie aus Entfernung an. Und was ich schon so viel mal danach gesehen habe, was noch fehlt, also sehr essentielle Dinge, zum Beispiel, angenommen, ich hätte jetzt einen Mensch gemalt und so, dann hat irgendwie, war die Lippe nicht fertig gezeichnet oder so. Und das habe ich dann erst mit der Distanz gesehen. Und als ich hier beim Handy die Aufnahme gemacht habe und so gedacht, ja, okay, was will mir das Bild wohl so sagen, sah ich da plötzlich eine Figur. Also hier der grüne große Kreis ist quasi der Kopf, das Gesicht. Eine Haartolle, die da so wie da von Elvis, so nach oben geht. Dann die Haare schwungvoll nach unten. Das Blaue ist der Körper. Und so die Spirale, das ist so wie, wenn der Arm so nach vorne gehen würde. Und hier kam mir das so vor, das Blau und nochmal der blaue Kreis, kam mir vor wie ein Rucksack. Ein ziemlich großer Rucksack. Und dann schaue ich mir so an, okay, also ich habe da wie eine Figur, ich habe da eine Spirale hier vorne, wo liegt die Spirale, und die ist so ausgehend aus der Herzensebene, und das ist so, wenn ich mit der geistigen Welt in Verbindung bin,
dann gehe ich auch, gerade wenn es um Tiere geht oder auch um Menschen, dann verbinde ich mich und dann gehe ich in den Herzensraum. Und für mich ist da vorne wirklich der Herzensraum. Und was ich zu Beginn gemalt habe, das war die schwungvolle Linie und dann diese Kreise rein. Und das kam mir vor, so wie Bohnen. Und die Bohnen haben doch, die Bohnenhülle hat innen diese kleinen Bohnen und die sind so wie Samen. Also da wächst was heran und da ich ja noch dann die Spiralen malen musste, heißt das, es gibt Drive. Also da ist wirklich was in Bewegung. Aber sie sind noch nicht also rausgespickt, in die Natur gespickt, sondern sie sind eigentlich noch hier, sind aber teilweise schon sehr weit entwickelt und haben bald keinen Platz mehr da in dieser schützenden Hülle. Und nur schon, wenn man das von dieser Seite anschaut, dass das eigentlich eine Figur sein könnte oder in meinem Verständnis jetzt ist. Und wenn ich, und dann gehe ich auf die Farbsprache, dann das nächste ist, ich schaue mir die Farbsprache an. Hier, das Rosa ist zum einen die Selbstliebe, aber auch was gerade im Coach, in der Coach-Tätigkeit, in der Therapie natürlich absolut wichtig ist, mit der Arbeit mit Tieren sowieso. Das ist die fürsorgliche Liebe. Es geht hier wirklich um das Wohl der Lebewesen. Und mein Credo ist ja bei allem, was ich tue, im therapeutischen und im Coach-Bereich, dass mein Credo ist wirklich zum höchsten Wohl aller Lebewesen. Und da ist die ganze Natur mit eingeschlossen. Und dann haben wir da diese Kreise. Und das ist wieder, also die sind so aufsteigend, klein, immer größer, größer. Und das ist wieder mit dieser fürsorglichen Liebe. Und innen, so der Punkt in der Mitte, so auf den Punkt gebracht, und der Kern, das ist Magenta. Und Magenta hat von Aurasoma her die Bedeutung, das Potenzial, die Fähigkeit, auch das Wesen, der Kern, auch wieso wir hier auf dieser Erde sind. Und wenn ich mir dann den Rucksack anschaue, als erstes habe ich gedacht, okay, Rucksack. Und dann bei Rucksack fällt mir natürlich immer als erstes, ach, schwer. Und durch das Leben schleichen, so viel mitnehmen, so viel auch Ballast und Bürde. Und dann habe ich gesehen, ja, aber Moment mal, da hat es ja viel Platz noch zwischendurch. Es ist ja nicht kompakt. Auch auf solche Dinge kann man schauen. Wenn ich da, für mein Empfinden ist das ein Rucksack, aber wenn ich schaue, der Rucksack mit Blau. Blau bedeutet Wissen. Also ich habe Wissen, all diese Kurse, die ich gemacht habe, also die vielen, vielen Bücher, die ich gelesen habe, die Seminare, an denen ich teilgenommen habe, Vorträge, welche ich gehalten habe und dadurch auch wieder lernte. Das ist alles hier drin und gepaart, Violett, mit spirituellen Widerpunkten und auch Spiritualität, ganz wichtig. Das muss mit Fürsorge behandelt werden. Und da die Antennen, das war mir sofort klar, das ist die Verbindung zur geistigen Welt. Gerne, noch sehr gerne würde ich wissen, was dieser Code hier bedeutet. Wenn mir schon die Information geliefert wurde, das ist ein Code, dann würde ich diesen Code natürlich sehr gerne entschlüsseln. Und was natürlich auch ist, wo ich dann gesehen habe, dass hier Herzen sind, da steigen so Herzen auf. Und ich glaube einfach, das ist bei mir jetzt im Moment, ich habe gesagt, ich bin so an einem Punkt, wo ich nicht so recht weiß, was der nächste Schritt ist. Ich weiß, dass ich auf dem Weg bin und ich weiß, dass es bei mir ziemlich große Änderungen geben wird in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Das ist mir bewusst, zum Teil gewünscht, zum Teil ist es einfach ganz wichtig, dass ich diese Änderung vornehme. Aber es steigen Herzen auf. Also das sind wirklich Herzensangelegenheiten, die aufsteigen und da vorne ist er noch nicht völlig zu. Also es ist alles noch so etwas eben im Dunkeln. Und was man auch hier sehen könnt, sehr schön sieht, das Blau, das ist für mich so wie ein Hauch. Und das kommt so, das ist für mich wie eine sanfte Wissensvermittlung. Und ich glaube einfach sehr stark, dass das wieder ein Teil meiner Zukunft sein wird. Und ich muss sagen, als ich mit dem Bild fertig war und ich es mir angeschaut habe und für mich mein Verständnis dieses Bild
herausgefunden habe oder wahrgenommen habe, ist das bessere Wort, wahrgenommen habe, eben da hat mir wirklich eine so tiefe Ruhe hat mich dann erreicht. Und das war bei mir einfach wieder klar, alles ist vorbestimmt. Und diese ziemlich schwierigen Phasen, das sind einfach Lernphasen, in welchen wir uns weiterentwickeln, in welchen wir die nächste Stufe erklimmen. Und das ist nun mal einfach nicht nur Zuckerschlecken, da gehört halt Weiterentwicklung dazu und bei jedem Weiterentwicklung gehört auch Loslassen dazu, sei das von alten Konditionen, sei das von Menschen, von der Umgebung, von was auch immer. Das ist der Kreislauf des Lebens und natürlich ist mir das verstandesmäßig völlig bewusst, aber es ist halt einfach so, dass es trotzdem auf der emotionalen Ebene halt eben nicht immer einfach ist. Und das ist für niemand einfach. Und die jetzige Zeit, ich habe wie das Gefühl, die jetzige Zeit ist so, als würde man die Lupe auf die Themen halten. Also man sieht jedes Hügelchen, also man sieht jede Herausforderung halt doppelt so groß. Und dann ist es wichtig, sich zu erinnern, okay, ich habe jetzt die Lupe drauf gehalten, ist ganz wichtig, ich sehe mir das, die Herausforderung an, ich sehe mir den Punkt an, wo ich immer wieder anstehe, aber ganz wichtig danach, und das muss man sich jetzt wirklich bewusst machen, dass man wieder einen Schritt zurückgeht, vielleicht sogar in die Vogelperspektive und sich das von oben anschaut und sich erinnert, wir sind einen Teil des Universums, wir sind einen Teil eines großen Plans und alles hat einen Grund, wieso es ist, wie es ist. Und irgendwie finde ich das einfach sowas von tröstlich. Kann die Situation noch so schwierig sein, werde ich noch so gefordert. Trotz allem, es dient zu meinem Besten, es dient zu meiner nächsten Weiterentwicklungsstufe, es dient zu meinem Wachsen, es dient mir dazu, dass ich auch danach Menschen noch besser begleiten kann. Und was mir eine Herzensangelegenheit auch hier ist, dass ich auch weiter auf artgerechte Tierhaltung aufmerksam machen kann, dass ich Menschen mit ihren Haustieren begleiten darf, dass ich Menschen aufzeigen darf, was ihr Tier denkt, wie gern das Tier im Zuhause ist oder was das Tier, das ist noch viel wichtiger, was das Tier allenfalls noch benötigt, um noch glücklicher zu sein bei ihren Menschen. Oder auch, was ich auch ab und zu mache, dass ich Kontakt mit verstorbenen Tieren aufnehme, weil ich merke, ja auch bei mir, wenn eines meiner Tiere gestorben ist und wenn das nur ein 40 Gramm Wellensittich Vögelchen war, im Moment ist wie eine Welt zusammengebrochen. Und wenn man dann Kontakt aufnehmen kann mit dem verstorbenen Tier, wenn man allenfalls Fragen stellen kann oder wenn man einfach eine Botschaft des verstorbenen Tieres erhält, das ist so etwas von heilsam und herzberührend. Also ich denke, das ist einfach auch ein Grund, wieso ich auf dieser Welt bin. Also, ich hoffe, ihr habt eine Idee bekommen, wie ihr eure Bilder anschauen könnt. Und was ich noch empfehlen möchte, wenn ihr noch nie groß mit Seelenbilder gemalt habt, macht es nicht wie ich auf schwarzem Papier, nehmt das normale weiße Papier, weil das schwarze Papier ist noch viel, viel intensiver. Das heißt, es kann noch viel mehr aus dem Unterbewusstsein hervorholen. Und es kann gut sein, also vielfach ist das so, wenn ihr ein Seelenbild malt, wenn ihr euch das sehr gut anschaut, wenn ihr euch Fragen stellt und auch Antworten dann erhaltet, das macht etwas mit euch und das kann sehr gut sein, dass ihr in den darauf folgenden Nächten sehr viel und sehr intensiv träumt. Wenn ihr euch erinnert oder wenn ihr erwacht mitten in der Nacht, schreibt euch diese Dinge auf, die ihr dann träumt. Das sind ganz vielfach Hinweise aus dem Unterbewusstsein, was ich da zeigen möchte. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr
vielleicht eigene Bilder postet, was ihr gemalt habt. Wenn ihr möchtet, was ihr teilen könnt, was ihr daraus gezogen habt, oder vielleicht auch, wenn ihr eine Frage dazu habt. Ich hoffe sehr, dass ich euch das Seelenbild etwas näher bringen konnte, und ich bin fest überzeugt, dass euch das auch in dem Moment, wo ihr seid, dass euch das weiterhelfen wird. Ich danke euch vielmal und wir sehen uns bei einer nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch einen wunderschönen, sonnigen Tag. Genießt die Natur, genießt den Sonnenschein.